Hey, liebe Leute, ich bin's wieder, euer Crush for the Vegetarian, zurück bei Let's Play Pokémon Xenoverse. Weiterhin unterwegs bei der Siegestraße. I gotta make sure you're able to go on. I don't want anybody to get hurt here. Okay. Du willst mich testen? Mädel, das ist nicht notwendig. Ich komme zurecht. Sasquatch. Okay, wieder zweischneidig. Hat Feuer und Eis. Hoffentlich, okay, hat gepasst. Warum setzt es eine Wasserattacke ein? Das ist nicht Step. Hallo? Was? Ach so, Lumion. Na toll, die hat noch ein Wasser-Pokémon. Aber ich glaube, das könnte ich trotzdem hinbekommen. Wunsch? Dein Wunsch geht leider nicht in Erfüllung. Sorry. So, Level 2 setze ich auf für Rick Squeam. Miltank! Oh. Na schön. Ja, schon sehr. Wenn ich das schon so sehe. Wäre es gut, wenn ich bei irgendeinem Pokémon eine Kampfattacke drauf hätte. So, verwandelt es sich? Jawoll! Gut. Brenne es weg! One-Hit-KO! Bist du des Wahnsinns? I'm sure you won't need my help. Go ahead and keep your eyes peeled. Natürlich, natürlich. So. Den habe ich schon, oder? Ja. Von da bin ich gerade gekommen. Von den Typen auch. Ja. Wusste bis vor kurzem nicht, dass es ein Typ ist. So. Sind alle auf Level 62. Bis auf Rick, bis auf Tryshout. So, da haben wir es. Okay. Ich hoffe, selbst mit dem Glücksall ausgestattet, kann es sich noch verwandeln. So, dann gehen wir also hier weiter. Und treffen auf einen Forscher. I get the feeling you're giving me a hard time, but I won't let you go without a battle. Ruin Manic. Oh, Stalos. Tatsächlich. Yeah! Dann braucht es wirklich nicht mehr länger die Items, mit denen es die anderen Forms an. Oh. Auch das noch. Warte, Erdbeben! Sorry! Ich find's cool, dass es auch als Gegenwehr funktionieren kann für Schaufler. Troglodyt ist es. Die weiterentwickelte Form von dem. Okay. Welchen Typ hat das nochmal gehabt? Normal auf jeden Fall zusätzlich. Ich setze mal Starburst ein. Bam. Auch das One-Hitted. Sieht aus wie ein Höhlenmensch. Deswegen auch Fossil-Pokémon. Boy, do I hate being right at all time. Noch dazu in Form von den, noch dazu ähnelt es jeweils den, Protagonisten. Ist auch eine lustige Anspielung, muss ich sagen. So, wo sind wir jetzt? Sag mal, das ist jetzt schon das Ende. Was? Das ist ein Pokémon-Nest? Was gilt es hier zu machen? Kiowatz? Was macht es da? Oh. Nein, nicht schon wieder so ein Ratespielchen, oder? Ich erraten muss, wo es ist. Oh, habe ich es gefunden.
Warum schmeißt es mich da nicht raus, wenn es meine Präsenz nicht mag? Gehe ich das mal in die Mitte? Da ist es schon wieder. Alter, habe ich Glück. Also gut, beim ersten Mal ist es nach rechts, dann die Mitte. Nach rechts und die Mitte. Hey, wetten, dass es jetzt nach links geht? Nein! Fuck, es ist ein Despota! Oh, ist aber blöd, dass ich wieder so ein 1 zu 3... Glücksspielchen haben muss und auch dazu muss ich diese Animation jetzt mal miterleben. Ich hoffe, es bleibt wirklich beim selben Weg, ne? Ja. Vor allem lustig, wie es dann die Augen und den Kopf hindreht, statt dass der ganze Sprite sich auf die Seite bewegt. Sieht wirklich lustig aus. So, die Mitte war's. Probieren wir dann nachher nochmal die Mitte. Ich hoffe dann, dass das letzte ist. Dass ich das nur dreimal hintereinander machen muss. Probieren wir nochmal die Mitte. Nein, lassen wir's. Bitte sag mir, dass ich richtig gelegen habe. Ja! Jetzt haben wir die Mitte. Aber nochmal das Ganze machen hier. Moment. Shit, was? Muss ich in die Richtung gehen, die es gegangen ist? Warte mal. Hätte ich darauf... Es war tatsächlich... Weil... Als es mich umkreist hat, habe ich gesehen, wie es genau bei dem Loch hier... Worauf muss ich jetzt nochmal achten? Da habe ich jetzt das richtige Loch wieder ausgewählt gehabt. Ich glaube aber nicht, dass es damit zusammenhängt, oder? Nee. Ach, shit. Alter, wie viel muss ich da noch machen? Von diesen Ratespielchen hier. Wohin führt mich überhaupt das Geowatz? Bin ich mal gespannt, was man da bekommt von dem. Okay. Es bewegt, es dreht sich aber nicht um, wenn ich es von hinten anspreche. Mitte. Und dann nochmal die Mitte. Mich das eigentlich führen mag. So, und dann dort, wohin es gerollt hat. Genau in der Richtung hier, nämlich. Ja, nämlich in die Höhle rein. So. Ich weiß, dass es immer noch nicht der rechte Weg gewesen ist. Komisch, der rechte Weg wird niemals drangenommen. Rechte. Linke Weg! Mein Gott! Ach. Links. Rechts ist hier. Rechts ist da, wo der Daumen links ist. So. Oder ist es hier ein Erkennungszeichen? Nein, das ist dort, wo das Geowatz drauf gestanden ist. Ah ja! Es ist wieder rechts. Nein, wie oft denn noch? Come on. Ich kann mir nicht mehr so viel merken. Und schon wieder. Fuck. Natürlich wieder falsch. Och, Mann. Mann. Wie lange muss ich dieses Spielchen eigentlich spielen von diesen verdammten Geowatz?
Wehe, wenn diese Fünferhöhle nicht das letzte Mal ist. Ne? Wenn das nicht das letzte Mal ist hier. Da muss man jedes Mal raten, das ist wirklich dumm. Vor allem bei so vielen Versuchen hier, die bestritten werden müssen. Da braucht es natürlich seine Zeit. Also da braucht das viel zu viel Zeit. So. Habe ich die Mitte bereits ein zweites Mal gemacht? Ja. Na, habe ich nicht. Gut. Dann passen wir wieder nach rechts. Wenn ich das bloß beschleunigen könnte. So, erstmal nach links. Und dann hier einmal nach rechts. Und ich hoffe dann, dass diese eine Fünfer... dieses eine Fünferloch dann... hier wirklich das allerletzte ist. Ich hoffe, ich finde... ich habe dieses Mal Glück. So ist man nochmal mit der Mitte. Ja, ich habe Glück gehabt. Sehr schön. Nein. Aber hier. Hier haben wir noch so ein Viech. Ja, und das wär's. Geschafft. Aber es sind noch 8 übrig. Ja. Oh. Schau ihn an. Gut, dann fange ich es halt, weil das ist wirklich schwer erreichen so gewesen. 50 hat es. What the hell? Rohr auch noch. Habe ich überhaupt einen Flottball? Nö. Ich weiß nicht, ob ich es mehr riskieren will, das zu schwächen. Ich habe auch zu viele starke Attacken drauf. Komm, ich versuche es gleich mit dem Ball. Ist eigentlich ein Cosmic-Ball? Okay. Das ist ein Mondball. Du kriegst von mir einen Luxusball, ne? Da hast du wirklich ein schönes Zimmer. Oh. Okay, das Zimmer hat dem wohl gar nicht gefallen. Och nein. Lass mich raten. Ach, ich kann trotzdem, obwohl es in den Boden reingeschaufelt hat, kann ich trotzdem noch einen Ball werfen? Und beim zweiten Mal hat es gleich geklappt. Zuerst sofort befreit und dann beim zweiten Mal, ja. Hat auf einmal geklappt. Ja, aber da ist jetzt Sackgasse. Und habe ich überhaupt den Schutz an? Den, glaube ich, habe ich ja deaktiviert. Nö, den habe ich nicht angehabt. Aber wenn das jetzt hier Sackgasse ist, wo geht's denn jetzt wieder weiter? Oh, shit. Wo muss ich denn noch hin? Moment, das war ja... da muss ich ja irgendwie auf die andere Seite, ne? Weil das sah so danach aus, als wäre ich schon am Ende gewesen, ne? So gut wie am Ende? Ne, das ist der Anfang. Oder nein, da ist nur ein Item. Ah je. Lass mal's. Ich schaue lieber, dass ich das Pokémon Center bald erreiche. Da war groß draußen der hohle Baumstumpf. Schätze mal, dann ist das jetzt der richtige Weg hier. Oder? Nein? Nein, hier ist der richtige Weg. Come on, das muss es jetzt sein. Nein!
Oh Gott, wo muss ich denn hin? Moment! Da ist ein Höhlengang! Boah, das sieht man mal sehr schwer. What the hell? Und da war er. Da waren wir doch schon. Wie kommt es? Wie konnte ich das denn übersehen? Ah, shit. Ja gut, wissen wir es jetzt wieder. Gut, dann können wir jetzt hier weiter. Skateboarding is a real life coach, which is why I'm gonna teach you a lesson. Pass auf, dass ich dir keine Lektion erteile, Mädel. Das hätte ich nicht erwartet. Das dürfte heftig werden. Ach, ich vergesse Drachentyp. Das kann fliegen, also schwebe. Hat es sich einen heftigen Gegner für mich ausgesucht. Skating was life. You fall, you get up and you give your best shot. Mhm. Ich hoffe, ich habe noch genug Superschutz bis zum Ende da. Ich hoffe, ich habe da jetzt keine Abzeugung irgendwo übersehen. Da geht es jetzt zum nächsten Item. Da geht es auch runter. Und da geht's auch noch. Oh Gott! Warum sind hier so viele Wege immer? Binding Band? Was ist das? Fatumknoten? Nein. And then increases the power of binding moves when held. Okay. Ich glaube, sowas wie die rechte Hand verstärkt oder sowas ähnliches. Jetzt können wir surfen hier. Oh, shit. Gut, ich muss mir den... Ach, muss ich das jetzt wirklich nochmal aktivieren hier? Lass mich um Himmels Willen da durch. This freaking labyrinth made me lose the plot. I need the battle to find my way back. Ich kann es nur nachvollziehen. Dies ist wirklich ein heftiges Labyrinth. So. Das Ding hatte auch Typ Fee, also. Bam. Und weg. Was? Das hat Robustheit. Robustheit. Weg damit. Gib Ruhe und verschwinde. Aber ist schon ein cooles Pokémon an sich. Okay, roam and escape forever. Nicht unbedingt. Ich habe auch den Weg dann gefunden mit der Zeit. Won't use force to protect me. I'll use yours instead, just like a freshwater stream does. Okay. Mann, mein Liebling. Oh. Und ich kann dich lange nicht mehr benutzen. Ich habe dich schon in zwei Pokémon Let's Plays benutzt. I was able to make water patience mine. So, wofür das ist? Hä? Green can't research the roof out here. We shall pass once the investigation is over, but this area is off limits for... Ach, hier auch noch ein... Wo führt das nur hin? Okay, ich muss mir merken, dass es jetzt von diesem Karate-Fuzzi aus ist. So, hier bin ich jetzt weit... Also, das ist jetzt hoffentlich der letzte. Okay. Ne TM. Gib her. Hyperstrahl! Hey, krass!
fishing battle, there's nothing like more. Okay. Puh. Und der hat einen Drachen-Pokémon, natürlich. Warum muss es ausgerechnet ein Drache-Typ sein? Keine Schwebe? Nein. Auch wenn es rumschwebt. Alter! Drachentanz, scheiße. Scheiße, was soll ich tun? Bleibt keine andere Wahl als zu wechseln. Ich hoffe, Vatail übersteht die nächste Attacke, obwohl es wird eine Drachenattacke sein, also. Oh Mann. Bin ich immer noch schnell genug, um es zu outspeeden? Come on. Oh, okay, du hast überlebt, dankeschön. Dankeschön. Noch eins? Wie viele von denen hat er? Das ist wie Carpador-Trainer nur. Okay. Danke, dass du es überlebt hast. So, verpiss dich endlich. Whenever they're official trainers, official like me never backs out. Okay. Puh. Es ging ganz schön ab hier. Ihr habt euch die Tränke verdient. So, aber wo geht's jetzt noch hin?